Hallo zusammen und wieder einmal heißt es Let's Play Minecraft. Aber heute nicht mein übliches Let's Play und auch nicht mein Let's Show, sondern ein etwas anderes Let's Play, möchte ich sagen. Und zwar habe ich eine Überlebensmap, ein Überlebenslevel. Das werde ich jetzt starten. Es ist quasi so eine Art Adventure Map, möchte man behaupten. So, und hier gibt es die Regel. Willkommen im Schlachtfeld der Monster. Wow. Deine Mission ist es, lebend hier rauszukommen. Es gibt eine Eisentür, die im nächsten riesigen Raum versteckt ist. Finde sie und du bist frei. Rüste dich gut aus. Viel Glück, Gefangener. Ja, dann haben wir noch jede Menge Kisten. Regeln. Ah ja. Nichts abbauen, nichts herbeischieben, keine Mods verwenden. Es wird nicht auf Peaceful gespielt. Dann spielen wir auf normal. So. Was haben wir denn hier? Fackeln. Der stand, dass der Raum wirklich groß ist. Und ich glaube, Fackeln brauchen wir einfach am meisten. Also ich habe auch schon in der Beschreibung gelesen, der Raum soll wirklich, 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 wirklich groß sein. Deswegen nehmen wir genug Fackeln mit. So, was gibt es da noch mehr Fackeln? Nahrung. Ja, da werden wohl zwei Sticks reichen. Ansonsten sind wir ewig da drin. Helm. Einen zum Aufsitzen, einen als Ersatz, würde ich mal behaupten. Das machen wir überall mit. Wenn wir mehr brauchen, dann dauert es schon wieder zu lange und wir können sowieso aufhören. So, da haben wir eine komplette Ausrüstung. Können wir mal gerade anziehen. Dann sieht man meinen schönen Skin nicht mehr. Naja. Ein Schwert. Das ist nie verkehrt. Dann nehmen wir gleich zwei von mit. So. Bogen. Okay, davon brauchen wir nur einen. Der geht ja nicht kaputt. Und Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. So. Nehmen wir noch ein Schwert mit. Ja, das war's dann auch schon. Dann haben wir alles. Was steht hier denn noch? Achso, das habe ich schon gelesen. Ich dachte, da steht jetzt noch was auf der anderen Seite. Na, egal. So, bevor ich jetzt da reingehe, mache ich natürlich noch schnell Musik an. Wir wollen ja nicht ohne Musik spielen hier. So, das ist genau die richtige Kampfmusik. Zack, zack. Ja, klar, komm, wir kommen hier. Wir sind noch nicht draußen, schon steht der erste Creeper vor der Tür. Da kann ja heiter werden. Haben wir denn für eine Videoeinstellung? Mal eben schnell nochmal gucken. Video-Settings. Fahr, okay, alles ist gut. Ich jetzt wieder den Ausgang nicht sehen, weil wir. So, komm her, du Creepermann ist tot. So, das ist wirklich sehr riesig. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal am Rand lang. Und gucken, ob wir irgendwo die Tür am Rand finden. Spinne! Kein Problem für mich. Da sind ganz viele Creeper. Hier fließt Lava runter, da möchte ich natürlich auch nicht reintreten. Da sind Skelette, Enderman. Man sieht schon, die Map wimmelt voll lauter Monster. Creeper, komm her. Okay. Ich will mal hier hingehen und ein paar töten. So. Ja, komm her. Yeah. Komm her, du. Ah, du brennst sowieso schon. Oh, wo ist noch einer da? Ja, Monster Hunter. Ich glaube, auf die Enderman kann man ja nicht mehr mit dem Bogen schießen, aber wo ist denn das ab 1,9 so, ne? Jetzt kann man sie noch gut treffen. Wegteleportiert. Na egal. So, ich wollte aber eigentlich auch am Rand weiter hergehen. Nicht, dass ich. Das war so mein erstes Ziel erst am Rand lang und da kann man die Mitte immer noch machen. Sollte man am Rand nicht schon den Ausgang finden. Oh, ein Skelettspawner. Oh, ja, ein Creeper, der mir meine Fackel kaputt macht. Und noch einer. So, da. Hier ist ja noch einer. Hier machen wir erstmal
zu, dass da nichts Neues nachspawnt. Ja, explodiert nochmal. Du bringst dann deine Kollegen alle um, das ist gut. Da ist noch einer. Ja, ist ja gut, du Skelettmann. Bleib mal stehen. So. Das war's schon? Na gut. Gehen wir mal weiter. Immer noch keine Tür hier. So. So, was kommt denn hier noch alles auf uns zu? Spinnen und Zombies allerhand. Was ist denn hier? Falsch gebaut oder was? Nee, ich kann mir so nicht gehen. Ach doch, den Creeper kommt. Den Creeper, den machst du eben fertig. Nicht explodieren. Bam. Ach, da ist noch einer. Ja, ja, und da bin ich fast in die Lava gelaufen. Da muss man schon aufpassen, was man macht hier, ne? Headshot. Zack, zack, zack. Und nochmal Headshot. Jawohl, und zack, und zack. Und wo kommt der denn her? Headshot. Yeah. Ich bin so gut. Oh, hier sind so viele Monster, da muss ich einmal hingehen. So, kommt her. Was ist das für ein komisches Ding? Wo hast du dich hingeportet? Komm wieder her. Ja, da bist du doch. Komm her. Ich töte euch alle. Supi. Da ist noch ein Enderman. Lol. Der hat den angeschossen. Hast du das gesehen? Ja. Creeper. Und Endermans. Yeah. Ah, was ist das? Ein Skelett. Und das ist ein Spawner. Ah, ja. Da spawnt jetzt nichts mehr. Spinnies! Yeah! Wie ist das? Ich habe nichts abbauen und nichts setzen, ne? Schade, sonst hätte ich mir jetzt aus der Wolle ein paar, hätte ich mir Wolle hergestellt. Und da ist noch ein Spawner, den machen wir auch gerade noch kalt. Yeah! Hier ist aber gut hier. Ich hoffe, ihr seht auch so einigermaßen etwas. Zumindest wenn ich Torches setze, ne? So, ich habe kein Energie mehr. Ich werde mal gleich was essen müssen. Nur wenn ich ein bisschen Ruhe habe hier. Vorher nicht. Ich hau dich mit dem Bogen zu Brei. Ein Creeper. So. Gib mich Essen. Gut, dass ich noch so viel Rüstung habe. So. Weiter geht's. Komm du mal her hier. Und du auch. Überlebensmap. Wie soll man das denn überleben? Ist ja schrecklich, wie viele Monster hier sind. Da geht die Sonne runter. Wie kann ich die denn sehen? Ist doch ein geschlossener Raum, dachte ich. Komm her. Zwei von euch. Hallo. So. Ich sehe schon, wir haben nicht zu wenig Torches nicht zu viele Torches mitgenommen. Eher noch zu wenig. Ich renne einfach mal ein bisschen weiter. Oh, da ist ein Spawner, da will ich jetzt hin. Ja. Ich will da jetzt auch einen Creeper-Spawner. Yeah, Creeper-Spawner. Schnell. Ja. Ein bisschen Abstand halten. Spinnies. Hinter mir sind auch die ganzen Bogenschützen, ne? Ja, die rennen da auch noch rum. Und Spinnies. Im Überfluss. Was ist das an Spawn-Dings? Der hat jetzt die überschüssige alle weggesprengt. Das ist gut, dann muss ich die nicht killen. So, gibt's hier was an der Wand? Nein.
Also weiter geht's. Was leuchtet denn da? Warum leuchtet's denn da? Ja, was ist denn da? Ah, ein Lava-Bang. Tschüss. Was sollen die denn hier? Die greifen mich doch nicht an. Die kämpfen höchstens für mich. Wenn ich so lange nicht schlage, passiert überhaupt nichts. Ja, nochmal ein Schwert, wofür haben wir das denn? Interessant. Ah, immer weiter. Boah, wie viele Spawns sind denn hier? Die muss ich erstmal. Irgendwie vergiftet oder sowas? Meine Herzen sind irgendwie grün. Ja, nee, wer sitzt denn hier? So viele Spawner hintereinander. So. Okay. Kommt alle her. Creeper, du darfst sie jetzt wegspringen. So. Mein Gott, was war das denn hier für ein... Naja. Hier waren ein paar viele Spawner, würde ich sagen. So, weiter geht's hier. Den da umhauen, den da umhauen und den da umhauen und den da umhauen. Wo ist er? Da ist der Creeper und eine Spinne. Bumm. Ja, komm, die haben wir auch, ist egal. Ja, noch einer von neuer Sorte. Oh ja, wo kommst du denn her? So. So. Ja, ja, wie mich jetzt auch. Ich gehe einfach weiter. Ich weiß gar nicht, warum ich da oben hergegangen bin. Ja klar, Gas rennen ja auch. Wie weit geht das denn hier noch? Nicht übertrieben, also das ist ein riesiger Raum. Ich möchte nicht gegen den Gas. Wo ist der Gas eigentlich? Ach da, verfolgt mich natürlich. Das ist eine gute Idee. Aua, was haut mich denn da? In der Perle. Sehr schön. Die werde ich in diesem Level ganz bestimmt brauchen. Lalalalala. Wir rennen einfach mal ein bisschen. Geht mir da nicht auf den Sack. Geht doch alle weg. Boom. Ich hab's genau noch gehört. Wie viele Spinnen sind denn hier, Alter? Da leuchtet was an der Wand da. Verdammt viele Spawner und hast du nicht gesehen. Aua, was ist noch eine Spinne? Yam, 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 so reicht. Da ist ein Spawner. Einer? Mehrere Spawner will ich bauen. Mehrere Spawner, das ist kein Ausdruck. Vergiftet. Boah, wie viel was geht denn hier ab? Ja, schon wieder ein Creeper. Das Problem an den Creepern ist, die explodieren und reißen meine Fackeln wieder weg, die ich so mühevoll hier hinsetze. Ja, ich mag euch auch, ich mag euch auch alle. Ah, ja. So, mein Gott. Gehe ich eigentlich nicht kaputt? Was ist hier eigentlich für eine Cheater-Rüstung?
Ja, ist ja auch fast nichts los hier. Ich sehe jetzt gar nichts mehr. Wieso sterbe ich eigentlich nicht? Das so eingestellt von der Map her, oder? Komisch. Aber da ist die Tür, glaube ich, genau. Einfach rein da. Kommt alle her. Ich töte euch. Ja, ich würde sagen, ich habe diese Map erfolgreich überlebt, ne? Jetzt ist die Tür. Die Tür war einmal. Ich hau lieber ab. So. Es gab nur eine Tür, hat er gesagt. Ich habe eine Tür gefunden, da konnte ich reingehen. Ja. Oh ja, und einen schönen Lightstone. Ja, und jetzt langer Weg, Treppe, draußen ist es Nacht. Ich glaube, ich habe es geschafft, ich bin rausgekommen. Selbst hier draußen ist noch ein Creeper, den killen wir mal eben schnell. Und dann lesen wir mal da die Schilder. Was ist denn das da hinten? Du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Yay! 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 Ich wollte dich da drücken. Yay! 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 Oh, meine Hose ist kaputt. Yay! 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 Ich habe es geschafft. Okay. Diese Map wurde nur spontan mit MC Edit gebaut. Ja, das hätte ich mir gedacht. Das sind einfach so Gebäude, ne? Und ich hoffe, du hattest viel Spaß und krasse Action. Ja, es war schon nicht schlecht, ne? So zwischendurch kann man das mal machen. Wer ist Let's Plays? Hat ein fettes Danke vom Let's Player Remix. Remix und Remixi und Remixi rückwärts. Ja, danke. Ja, bitte, gern geschehen. Ich, warum nicht? Jetzt darfst du machen, was du willst. Ich darf machen, was ich will. Cool, was gibt's denn hier? Aha, TNT. Das nehmen wir doch mal mit. TNT ist, ach so, das ist schwierig, wenn man gleichzeitig. Ich darf machen, was ich will. Da freue ich mich aber. So. Kuchen! Aua, geh doch weg. Ich darf doch machen, was ich will. Hier draußen laufen auch so viele Monster rum. Ich will wissen, was da hinten noch so ist. Sind wir hier in der Glaswand eingesperrt? Das sieht fast so aus, ne? Ne, das ist so diesem neuen Metallgitter, ah ja. Aber auch die kann man, glaube ich, kaputt machen, oder? Tick, tick, tick. Ich möchte hier raus. Ach, geh doch weg. Ich habe doch keine Zeit. Ich muss weg, Entschuldigung. Ich mache, was ich will, heißt es. Das mache ich doch glatt. Ich mache, was ich will. Achso, das war meine Mine. Also, er hat hier nicht noch extra was gebaut, sondern das war einfach nur außenrum und dann da. Ui. Warte, ein Jump. Ich darf machen, was ich will. Ich möchte da oben drauf. Das mache ich auch. Aua. Das machen wir, glaube ich. Ja. Wieso ich keinen Schaden kriege mehr, weiß ich nicht. So, jetzt gehen wir mal auf dieses komische Gebäude noch drauf. Das ist ja gerade das große Gebäude, wo wir drin waren. Aber wir können jetzt da eh nicht reinspringen, ne? Weil dieser Batchwalk, den er da zum Baum benutzt hat, der nicht kaputt geht. Wieso hat er das denn so hoch gebaut? Lalalala. Wie viel denn noch? Oh, mein Gott. Gut, dass ich noch TNT mitgenommen habe. Ja, und immer höher geht's hinaus. Wir wollen noch mal gucken, was die Map noch so zu bieten hat. An Spaßfaktor hier noch zusätzlich.
Das gibt's doch nicht. Hier oben ist denn das Ding? Vielleicht geht's auch bis oben hier und man kommt nie oben an. Nee, da sind wir oben. Leider kann ich da nicht mehr bauen, aber es ist toll. Ja, nee, ist klar. Dann weiß ich jetzt auch, was ich mache. Ich renne einfach in die Mitte der Map. Nee, man könnte ja versuchen, irgend so einen Turm, die der da reingebaut hat, unter einen zu kriegen, sodass man dann vielleicht ja eventuell drauf hüpfen könnte. Ich darf ja machen, was ich will. Das ist, der ist zu niedrig. Da sterbe ich trotzdem. Lalalalalala, hier kann ich nichts platzieren. Ich würde so gerne ein bisschen Dynamit hier hinlegen. Oh, Ampia, toll gemacht. Ja gut, für MC Edit hat das natürlich schnell hingekleistert. Aber trotzdem nette Idee mit dieser... Wow, und ich bin tot. Nein, ich lebe. Wieso? Ich kann schneller passieren als explodiert, oder? War das geil? Das machen wir gleich nochmal. Geht aus dem Weg, Spinne. Komischerweise kriege ich keinen Schaden. Ich verstehe nur nicht warum. So, okay. Während ich hier ähnlich verbrenne, was genau jetzt gerade aufgehört hat, wollte ich sagen... Ja, ich will auch diesen Gasspawn in die Luft jagen. Geht doch mal weg. Warum kriege ich keinen Schaden? Ich weiß es nicht. Ja, ich stehe in der Lava und kriege trotzdem keinen Schaden. Sehr merkwürdig hier in der Map. Irgendwas stimmt also hier nicht. Falls du dir dieses Let's Play auch anguckst, weil wir hatten ja kurz Kontakt. Irgendwas stimmt mit deiner Map hier nicht. Ich kann hier, ich krieg keinen Schaden mehr. Und die Optionen sind auf normal. Ich weiß ja nicht, was du dir gedacht hast. Vielleicht hast du auch, wenn man es geschafft hat, irgendwas eingestellt, dass man nicht mehr sterben kann. Ich weiß es nicht. Aber wenn es ein Fehler ist, guckst du dir halt bitte nochmal an. Wenn es so gewollt ist, dann brauchst du dir natürlich nichts angucken. So, mit diesem Sinne und dieser Explosion, die jetzt gleich folgen wird, verabschiede ich mich von dieser Map. Wir sehen uns dann in den Let's Plays, Let's Shows und sonst was. Tschüss.